Wir haben gegen 18 Uhr von der Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis darüber erhalten, über einen Hausbrand hier in der Rostocker Straße in St. Augustin. Bei Eintreffen der Feuerwehr bzw. bei unserem Eintreffen brannte das Haus, ich sage jetzt mal, in voller Ausdehnung. Da schlugen Flammen aus den Fenstern und auch aus den Türen. Passanten, die auch die Feuerwehr verständigt hatten, weil sie vorher die Rauchentwicklung bemerkt hatten, konnten den 80-jährigen Bewohner des Hauses auf der Terrasse antreffen und aus diesem Bereich befreien. Die Feuerwehr konnte zum Glück noch direkt in das Haus und konnte aus dem Gebäude noch die schwer verletzte 76-jährige Hausbewohnerin retten. Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Beide Personen wurden in die Krankenhäuser gebracht und werden da weiter behandelt. Alles Weitere müssen wir noch ermitteln. Nein, meiner Kenntnis nach wurde der Passant nicht verletzt und wurde oder musste auch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Wir haben die Kriminalpolizei verständigt und die wird dann alle weiteren Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die Brandursache, vornehmen. Und da haben wir aber noch die Stadt St. Augustin, den Bauhof, verständigen können, die sich hier darum gekümmert haben, dass die Straßen hier halbwegs begehbar sind, weil durch die Löschmaßnahmen natürlich Wasser ausgetreten ist und bei minus 10 Grad birgt das natürlich noch weitere Gefahren, die aber jetzt durch den Bauhof beseitigt werden konnten. Also wenn man natürlich Feuer oder eine Rauchentwicklung bemerkt, direkt die Feuerwehr anrufen. Wenn man natürlich die starke Rauchentwicklung bzw. Feuer bemerkt, sollte man tatsächlich auf das Eintreffen der Feuerwehr warten und nicht unbedingt direkt ins Haus rennen, um sich da auch in die Gefahr zu begeben. Ich bin da nicht so gut. Ich bin da nicht so gut.